Die Hand-Twitch-Drops sind vorbei und ich hoffe, ihr habt alle Legendaries bekommen. Und selbst wenn nicht, keine Sorge, es kommt bestimmt nochmal so ein Event und dann wird wohl auch Billy Story wieder mit dabei sein. In meinem gestrigen Twitch-Stream habe ich vor allem eins bekommen, auf den Sack. Und deshalb dachte ich mir, heute spiele ich mal wieder Solo und Sneaky und gucke, ob das besser läuft. Also gut, schauen wir mal. Oh, okay. Da hinten blinkt etwas in der Ferne. Da hat jemand einen Armored mit einer Flaggern abgeschossen. Und da kommen sie auch schon. Und der erste. Die Frage, kriege ich den? Nein, so nicht. Viel zu weit vorgehalten. Wow. Oh, knappes Ding. Jetzt bloß nicht am Hund sterben. Das passiert mir ja schon manchmal. Ja, jetzt kommen alle seine Freunde zur Beerdigung. Zum Glück ist es nicht meine. Oh, Herrgott. Hätte aber nicht gedacht, dass der mich da jetzt pusht, aber gut, er hat halt die Zündschnur gehört. Dann war das schon richtig. Und jetzt, jetzt wie... Ah, fuck you! Aus welcher Richtung denn auch? Wo kamen denn die jetzt noch her? Ja, da schnaufst du. Und ich schnaufe auch, denn das lasse ich nicht auf mir sitzen. Auch wenn das ein schöner Springfield-Skin aus dem Twitch-Drop ist. Ich probiere das jetzt also nochmal. Der Fluch muss gebrochen werden, sonst breche ich hier gleich noch ins Keyboard. In diesem Match weiß ich schon, wo der Butcher ist. Und der hat auch zwei Ausgänge in der Nachbarschaft. Aber ich habe Schüsse im Nordosten der Map gehört. Und auf einem Boss kann man ja nicht stehen. Also will ich nur kurz ins Boss-Lair reinlaufen, um die Punkte mitzunehmen. Und dann nach den Schüssen im Nordosten schauen. Wo ist er denn? Wo ist der Lump? Da ist er. Wobei, ich habe ja eine Sticky. Kann den theoretisch tatsächlich machen. Ja, komm, mach den schnell. So, dann hau ich wieder ab. Draußen erregt sich aber gerade noch jemand mehr, glaube ich. Aber hier Munition. Habe ich Bullet Grubber? Ich glaube nicht. War noch weiß. Gut. Machen wir den mal schnell an. Dann ist die Frage, bleibe ich hier? Ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter. Wo müsste ich denn hin? Ja, der Ausgang ist halt direkt ums Eck. Aber es wäre dann doch ein bisschen langweilig, so aufzuhören. Jetzt mal kurz hier den Durchgang an. Oh! Ich glaube, die Hive ist im Feuer drauf gegangen. Ja, jetzt ist die Frage, wie weit komme ich jetzt hier noch, ohne von irgendwem erschossen zu werden. Ja, hier ist jetzt sehr freies Feld. Na gut, der Emulator ist schon mal erregt. Das ist schon mal ein Plus. Alter, da oben, die schießen ja wirklich wie bekloppt da in der Gegend rum.
jetzt das ganze freie Feld hier. Schmerzt, aber Nachschub macht Spaß. Also kehre ich hier mal kurz ein. Da muss ich schon fallen. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Alert-Trip meine. Ach so, klar. Im Fort. Oder Fort. Manchmal ja Fort, bin mir nicht so unsicher, nicht so sicher, wie man es aussprechen soll. Wie ich es aussprechen soll, vielmehr. Was habe ich denn bekommen? Ausdauerspatze. Ja, kann ich wenigstens mal schnell zu denen hochrennen. Ist das... Was veranstalten die da? Ist auf jeden Fall sehr laut. Hier lebt auch noch alles, das ist das Blöde. Und ein Hinweis ist da in dem... Baracken? Hier war wohl noch niemand, denn hier lebt doch das ganze Viehzeugs. Das ist nochmal meine Secondary. Ich hab nochmal gerufen. Der Hund da hinten guckt mich schon so hungrig an. Gespannt, ob nach der ganzen Schießerei noch, wie schnell die hier runterkommen. Oh, was? Ja, Sträflinge sind halt Messer in den Rücken gewöhnt. Denen macht das nichts. Das wird jetzt ein bisschen risky. Beziehungsweise ist es. Aber ich mag jetzt da nicht durch die Viecher laufen. Oh, krieg ich sogar noch einen zweiten Hinweis. Ich dachte gerade, da ist noch ein Happy Meal. Ach, das kann ich sogar auch durchs Gebäude aufnehmen. Oh, und da hinten ist noch tatsächlich ein Happy Meal. Eine Lootbox, Toolbox. Ich glaube, lieber Toolbox, Lootbox ist ein bisschen negativ. Ein bisschen negativ konnotiert. Es ist wahrscheinlich, dass irgendjemand da oben auch keinen Bock hat, den Boss zu machen, wenn er keine Ausgänge hat. Kann ich sehr nachvollziehen. Werde ich wohl erst den Server leer räumen müssen. Gut, lauschen. Oh, quer über den Hof. Aber hier drin ist es ja, wenn man hier drin rumläuft, ist es ja zum Glück auch relativ laut. Das ist meine stille Hoffnung, dass ich das hören würde. Wenn denn einer käme. Uff, okay, hier oben. Ja, da vorne gibt es keinen Ausgang mehr aus dem Gebäude. Dann muss ich diesen hier nehmen. Ja, bei Solo gegen Duos, da weiß man halt relativ schnell gar nicht mehr, wo sich wer rumtreiben könnte. Das macht es schwer zu kalkulieren, aber auch schwer spannend. Vielleicht jetzt mal nach Aden. Oh, hallo. Nach Aden reinschauen. Was habe ich eigentlich bekommen? Ah ja, Dynamit. Kein. Ich habe kein Beastface. Oder habe ich? Nee. Oder andere Tiergesichter. Ein Geier und ein Hasen und eine Katze. Aber keine Krähe. Okay, die sind immer noch nicht fertig da oben. Das gefällt mir. Wobei natürlich immer noch ein Banish im Raum steht. Und Banish bedeutet. Ein Duo wieder voll auf dem Bein. Ich würde ja gerne so ein paar Angeschossene aus dem Spiel nehmen.
Ja gut, man kriegt in diesem Spiel leider nicht alles, was man sich wünscht. Im Zweifel kriegt man höchstens mal einen Kopfschuss, den man sich nicht wünscht. Uff, hier ist aber auch wieder viel los. Das heißt, da war hier auch noch keiner. Treibt sich das ganze, der ganze Server hier oben in der Ecke rum. Ist jetzt auch wieder nicht schlecht für mich. Ja, der zweite Boss, der liegt halt wenigstens auf dem Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sollte alle meine Wurfmesser überstehen. Und die ganze Hausbelegschaft. Aber jetzt nur so zwei, drei vereinzelte Schüsse. Was ist denn da oben wieder los? Ich will es nochmal von hier. Kriege ich das von hier? Ja. Es ist so ein cooler Trade einfach. Gerade für Solisten. Wobei natürlich diese 10 Sekunden super gruselig sind. Aber, okay. Aber bis dahin ist mir vergleichsweise sicher. Höre ich doch da irgendwelche Schritte. Na gut, das sind alles Zombies. Uff, sind das viele Zombies. Ja, ich würde da gerne ganz außen rumfahren. Laufen vielmehr. Und aus einer anderen Richtung, und zwar aus Osten, zu Salter's Pork kommen. Denn das hier von Süden hoch ist halt der offensichtlichste Approach. So langsam habe ich auch das Gefühl, ich muss mich beeilen. Und das ist natürlich in diesem Spiel nicht gut, wenn man sich übertrieben beeilt, gerade als Solo-Spieler. Aber wir schauen mal, was hier oben passiert. Uff. So weit, so gut. Ja, ich habe vorhin in dem anderen Match gesehen, wie schnell es einfach gehen kann. Für irgendwas, naja, ich könnte mal das kleine Dynamit gegen ein besseres teilen, tauschen. Aber es ist mir jetzt auch ein zu großes Risiko. Das ist jetzt im Compound, möchte ich meinen. Ich möchte halt aus einer Richtung kommen, von der ich weiß, okay, das zumindest eine Seite safe ist, aber auch das kann man ja in Hand leider nicht garantieren. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass das so vereinzeltes Geschieße ist. Denn das kann dann eben bedeuten, dass da nur jeweils einer pro Team irgendwie übrig ist. Das ist er auf der Seite. Okay. Da haben sie ihn. Ich muss hier mal in Deckung rennen. Ah, da werden die letzten Schüsse. Ja, doch nicht. Auf dem Boss gewesen sein. Ja, vielleicht auch. Aber sie können sich auf jeden Fall ihrer Sache nicht allzu sicher sein. Denn sie haben ja auch gesehen, dass ein Boss noch rumliegt. Und nicht aufgehoben worden ist. Ach was, ich sitze auf einem Hunter. Hab ich gar nicht gemerkt. Ja, wenn ich Vulture, wenn ich Solo spiele, nehme ich natürlich gerne Vulture mit. Kämpft einer im Hof rum. Hier liegt noch einer.
Okay, der ist ausgebrannt. Da hilft auch Vulture nicht. Ja, die scheinen sich ihrer Sache relativ sicher zu sein jetzt. Die Frage, komme ich da noch irgendwo so hin, dass ich einen unbemerkt rauskillen kann? Ja, so lautlos fand ich das jetzt gar nicht. Hab doch, ja. Ja, beschleiche Katze. Ich würde die halt gern killen, bevor sie mich zu zweit pushen können. Die sind ja jetzt auch alle wieder full life. Bin ich irgendwie halbwegs hier irgendwo ran? Na gut. Die rennen jetzt nicht mehr rum. Sneaken auch nur. Haben mich vielleicht dann doch gehört. Das heißt jetzt für mich wieder, ich muss eigentlich wieder auf Abstand gehen. Denn wenn sie mich zu zweit dann mit Boost pushen, wird's hässlich. Wenn ich Türen aufmache, sehen Sie mich auf jeden Fall. Oh. Oh, jetzt ist einer draußen. Gut, jetzt wissen Sie, wo ich bin. Jetzt muss ich rennen. Und zwar in großen Bogen. Damit sie schön ihren Boost benutzen, um mich zu finden. Oh, es ist ihnen schon gelungen. Ja, das genau das wollte ich vermeiden. Jetzt hoffe ich, dass der Knutzen zwischen mir und ihnen ist. Okay. Ah, die laufen immer jetzt. Uff. Das ist etwas hässlich. Kurz ein bisschen Distanz zwischen uns bringen. Aber sie müssen ja nach Südwesten. Ich werde jetzt nicht durch den Bach rennen. Solange ich da genug Abstand halte. Jetzt sind hier natürlich, ist natürlich das ganze Viehzeug. Das ist jetzt halt kritisch. Den kann ich zumindest wegmachen. Der eine ist sehr nah hinter mir. Den muss ich bedienen. Ja, hier kann ich mich selbst bedienen. Oh, und Hunde, schlecht. So, hier kann ich mal wieder Pause machen. Ja, das ist jetzt hier eine ganz gute Fläche eigentlich. Oh, ist schon weit da drüben. Ja, wenn ich natürlich einmal die Bounty aufhebe,
jetzt habe ich erstmal einen guten Eindruck gemacht, möchte ich hoffen. Aber es ist schon ein ziemlicher Verschleiß, merke ich gerade. Krähen will ich jetzt nicht aufschrecken. Okay, ich will sie doch aufschrecken. Ja, ich finde halt sowas, so einen guten Treffer über Distanz. Ist halt schön, wenn das Eindruck macht. Blöde ist, dass ich halt diese krass dunklen Klamotten habe. Oh, und das Gute ist, dass sie relativ weit voneinander getrennt sind gerade. Oh nein, komm, einen noch. Danke. Okay. Lucky me. So, was jetzt nur noch mit euch? Wollt ihr mir jetzt auf den letzten Metern noch aufs Sack gehen? Ja, dachte ich es mir doch. So, mal schnell gucken. Sieht ja ganz gut aus. Okay, das mit der Granate, ich gebe es zu. Das war Luck. Der Luck ist ab. Nein, das will ich ja gar nicht. Oh, nein, was? Ich will mein Gewehr zurückhaben. Und dann will ich die haben. Und dann will ich mal kurz hier durchtauschen für die Munition. So. Jetzt haben wir das. Gerade nochmal gucken, wo noch wer ist. Ich glaube, die haben dann hoffentlich da oben so viel gekillt. War ja wirklich viel Schießerei. Und es war der Big Boss. Ja, da habe ich kurz überlegt, geht die an den, an ihren Kollegen oder versucht sie mich zu umlaufen? Und nachdem ich sie da nicht mehr gehört habe, habe ich einfach gehofft, dass sie versucht mich zu umlaufen. So, ich finde, jetzt sind wir uns eigentlich... Oh, Doppelrancor, interessant. Jetzt, alle, die jetzt noch leben, wissen natürlich auch, was Sache ist. Zwar, da läuft einer alleine in der Gegend rum. Eine Bounty liegt noch da. Und jetzt steuert er den letzten Boss an. Würde ich fast behaupten, dass wer jetzt wirklich so viel Sitzfleisch hatte, das abzuwarten, wie sich dieses Match weiterentwickelt, dass der jetzt hoffentlich Single ist und mich einfach laufen lässt. Gut, ich kann jetzt natürlich... Ich habe jetzt 5 Sekunden, um bis zum Butcher zu kommen. Also 5 Sekunden Boost und danach kriege ich ja wieder 9. Das ist also... Es ist möglich. Hier war er schon dran. Okay, okay. Dreams can come true. Und das zeigt aber wieder, wie krass dieses Spiel ist. Du kannst innerhalb von 2 Minuten total zerhämmert werden. Oder du kannst halt... Lass mal das hier wegwerfen. Oder du kannst halt eine halbe Stunde rumlaborieren. Und mit ein bisschen Glück. Und vielleicht auch ein bisschen Geschick. Dir 2 Bosse rausholen. Jetzt habe ich tatsächlich keinen Bullet Grubber. Ein bisschen enttäuschend von mir. So, den wollte keiner haben. Das ist mir sehr recht. Dann nehme ich den mit. Und dann gehe ich halt. Uff, uff. Hochgepokert. Aber es hat funktioniert. Ist jetzt natürlich schade. Jetzt liegen da halt 2 Bounties rum.
irgendwen, der es bestimmt auch gern gehabt hätte. Aber ich bin jetzt mal einfach selbst der Nächste. So, weg damit. Brauche ich alles nicht. Wenn jetzt noch einer ankommt, dann flippe ich aus. Aber ich bin eigentlich heute schon genug ausgeflippt, deshalb finde ich, kann man mir das mal gönnen. Denn der letzte Twitch-Stream, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, der war ja so ein bisschen demotivierend. Da habe ich gesagt, jetzt fuck it, spiele ich mal alleine. Kann ich wenigstens nur sauer auf mich selbst sein. Und in der ersten Runde war's. Jetzt bin ich ganz zufrieden. Und ich hoffe, ihr seid's auch. Und ich hoffe, ihr fandet das Match spannend. Womöglich hätte ich dieses ganze Rumgerenne in einem anderen Let's Play rausgeschnitten. Aber ihr habt ja auch so oft gesagt, nee, lass das ruhig mal drin. Und nachdem das ja wirklich von Anfang an mit dem Butcher schon spannend war, habe ich gesagt, okay, jetzt ertragt ihr. Müsst ihr auch mal die ganze Laufzeit ertragen. Aber ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen meine taktischen Entscheidungen dabei nachvollziehen. Und dann war es hoffentlich auch fesselnd. Ich habe für dieses Match einen, wie ihr seht, einen 50er Hunter genommen, damit ich eben auch mich selbst aus der Scheiße ziehen kann mit ein paar guten Fähigkeiten. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Wobei ich halt, wie gesagt, auch ein bisschen Glück hatte. Aber das meiste Glück habe ich ja, weil ich euch habe als treue Zuschauer. Deshalb hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Oder natürlich auf Twitch, denn ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.